Schaut mal, Leute, was wir hier Fettes von LG bekommen haben. Einen 75 Zoll großen 8K-Fernseher mit HDR-Unterstützung. Der steht natürlich jetzt hier nicht grundlos auf dem Tisch, denn wie die meisten von euch wissen dürften, verbauen wir dieses Jahr in der HMX 3 zwei RTX 3090, nämlich von MSI die GamingX Trio. Ja, und Nvidia gibt an, dass die RTX 3090 die erste 8K-Gaming-taugliche Grafikkarte sein soll. Was da dran ist, überprüfen wir in diesem Video. Ja, rein optisch gesehen steht natürlich jetzt dieser Fernseher ganz klar im Mittelpunkt. Im Video geht es aber vielmehr um die Leistung von dieser RTX 3090, nämlich der MSI GamingX Trio. In diesem Video jetzt leider eben nur eine Grafikkarte, weil nämlich die zweite aktuell bei AlphaCool ist. Die fertigt nämlich extra für uns den Wasserkühlblock für die MSI GamingX Trio. Wird dann wahrscheinlich so in ein, zwei Wochen kommen. Aber wir wollen jetzt eben jetzt schon mal schauen, wie die Leistung mit einer Karte ausfällt. In ein paar Wochen werden wir natürlich dann vergleichen, wie es mit dem SLI-Verbund aussieht. Dementsprechend gleich mal Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, dann werdet ihr es auf gar keinen Fall verpassen. Ich habe jetzt hier auch bei meinem Test-Setup schon das Mainboard der HMX 3 verbaut. Video dazu findet ihr übrigens hier in der Infocard, das habe ich schon ausführlich hier vorgestellt. Als Prozessor kommt jetzt hier ein 3900X zum Einsatz. Der ist auf allen Kernen auf 4,3 GHz übertaktet. Im finalen Bild wird dann, wie gesagt, der 5950X zum Einsatz kommen. Arbeitsspeicher sind jetzt hier aktuell auch nur 16 GB, die mit 3800 MHz bei CL16 takten. Und als Netzteil kommt auch wirklich schon das 1600 Watt Netzteil von Seasonic zum Einsatz, das eben auch in der HMX 3 verwendet wird. So, jetzt noch ganz kurz eben zu dieser Grafikkarte, also der MSI GamingX Trio RTX 3090, die jetzt eben der Hauptdarsteller dieses Videos ist. Die unterscheidet sich jetzt schon mal etwas mehr von der Faunus Edition, also der Chip ist natürlich gleich, das heißt, ihr habt nach wie vor 10.496 CUDA-Kerne, auch der Basistakt bleibt gleich, aber im Boost erreicht die Karte jetzt schon mal 90 MHz mehr, nämlich bis zu 1785 MHz. In Spielen habe ich tatsächlich auch schon über 2000 MHz gesehen, also da könnt ihr auch schon die 2 GHz-Grenze knacken. Der Videospeicher taktet nach wie vor mit 1219 MHz, also hat sich nichts geändert zur Faunus Edition. Aber der Kühlkörper ist halt wirklich gänzlich anders aufgebaut, also das PCB ist jetzt eigentlich Standardlänge. Also das ist nicht irgendwie abgeschnitten oder so, wie es bei der Faunus Edition der Fall ist, sondern das erstreckt sich wirklich über die gesamte Länge der Grafikkarte. Zur Kühlung setzt MSI jetzt hier auf 3 100 mm große Axiallüfter und einen wirklich massiven Kühlblock. Also die Karte kommt auf ein Gewicht von 2340 Gramm, das ist halt echt enorm schwer. Also nochmal knapp 200 Gramm schwerer als die Faunus Edition. Aber man muss natürlich dazu sagen, es hält die Karte etwas kühler und auch leiser. MSI hat natürlich auch drauf geschaut, dass sie mehr FPS in euren Spielen erhält durch RGB-Beleuchtung. Also hier bei dem mittleren Lüfter sieht man schon eine RGB-Beleuchtung. Hier oben neben dem Schriftzug ist noch ein MSI-Logo, das beleuchtet ist und auch die Backplate hat einen RGB-Streifen. Aktuell könnt ihr jetzt eben sehen, dass sich die drei Lüfter drehen. Das hat den Hintergrund, dass wir uns eben aktuell im Spiel befinden und eine Last anlegt, weshalb die Karte gekühlt werden muss. Jetzt, wenn ihr jetzt nur unter Windows seid oder was weiß ich, Word, Excel oder im Internet browst, dann stehen die Lüfter still, weil die Karte in Zero-Dezibel-Modus hat. Dementsprechend ist sie dann lautlos. Aber was wäre denn eine Höllenmaschine ohne eine ordentliche Wasserkühlung? Uns ist natürlich eine Luftkühlung nicht genug. Dementsprechend werden wir beide Grafikkarten noch auf eine Wasserkühlung umrüsten. Was MSI auch noch gemacht hat, um eben die leicht höheren Taktraten zu erreichen, ist die TDP zu erhöhen. Also standardmäßig liegt ihr bei der 3090 bei 350 Watt. MSI hat jetzt schon auf 370 Watt angehoben, dementsprechend höheren Taktraten. Und im Gegensatz zu Nvidia setzt MSI eben auch nicht auf diesen neuen 12-Pin, sondern auf 3 8-Pin-Anschlüsse, die ihr hier oben sehen könnt. Also wenn ihr die 3090 von MSI verbauen wollt, braucht ihr auf jeden Fall ein potentes Netzteil mit mindestens 3 8-Pin-Anschlüssen. So viel jetzt eben zu den technischen Daten. Schauen wir jetzt nochmal, wie das Ganze in den Spielen aussieht. So, wir befinden uns auch schon im ersten Spiel und zwar Death Stranding. Der Grund, warum ich mir jetzt eben diesen Titel hier ausgesucht habe, ist der, dass Nvidia hierfür einen neuen DLSS-Modus eingeführt hat, nämlich den Ultra Performance Mode. Der rendert das Spiel nur in 2560x1440 Pixel und skaliert anschließend das Bild auf 8K hoch. Also hier ist natürlich schon etwas fraglich, inwieweit wir hier überhaupt von 8K-Gaming sprechen können. Wobei auch schon die Bezeichnung 8K grundlegend eigentlich falsch ist. Weil wir haben jetzt hier im Fernseher mit 7680x4320 Pixel. 8K selber hat aber eigentlich eine Auflösung von 8192x4320 Pixel. Also die korrekte Bezeichnung für diese Auflösung, die wir hier haben, ist jetzt eigentlich Full Ultra High Definition, also FUHD. So gesagt haben wir eigentlich wirklich kein 8K-Gaming. So, ich benutze mich hier jetzt eben im Spiel, können jetzt auch kurz die Settings einmal kurz anschauen. Gehen wir in die Grafikeinstellungen. Also wie ihr sehen könnt, ist jetzt eben eine Auflösung von 7680x4320 Pixeln eingestellt. Die Einstellungen sind jetzt soweit alle auf hoch.
Und jetzt deaktivieren wir jetzt hier einfach mal schnell FidelityFX und Anti-Aliasing und aktivieren dafür eben NVIDIA DLSS mit Ultra Performance Mode. So, zurück im Spiel haben wir jetzt eine FPS-Rate von ziemlich genau 90 FPS. Also wir sind ja tatsächlich jetzt eben deutlich über 60 FPS. Das ist absolut flüssig spielbar. Und ich muss echt sagen, also es ist natürlich, ich sitze natürlich jetzt hier viel zu nah eigentlich an diesem Fernseher dran, aber es ist echt beeindruckend, also einfach diese Bildgewalt. Und auch wenn man jetzt extrem nah hingeht an diesen Fernseher, man kann wirklich keinen einzigen Pixel erkennen. Also es sieht eigentlich schon fast wie gemalt aus. Und Spielraten sind, wie gesagt, auch extrem flüssig und ich könnte jetzt hier nicht feststellen, dass irgendwo durch DLSS irgendwas unscharf werden würde. Aber natürlich ist es auch interessant, weil NVIDIA sagt, es ist die erste 8K-Gaming-taugliche Grafikkarte und wir rennen hier jetzt aktuell eben nur in QHD. Deswegen deaktivieren wir jetzt DLSS mal schnell und schauen dann, auf wie viel FPS wir da noch kommen. So, dazu wieder die Grafikeinstellungen. Den Ultra-Performance-Mode schalten jetzt aus, aber dafür jetzt eben die Kantenglättung wieder ein. So, zurück im Spiel. Tatsächlich verlieren wir nicht mal so viele FPS. Also jetzt hier beim Standbild sind wir jetzt auf 54. Vorher waren wir ungefähr bei 90. Also selbst die 54 ist jetzt schon nicht mehr allzu weit von den 60 FPS entfernt, die man als flüssig bezeichnen kann. Wenn wir jetzt hier mal ein bisschen rumlaufen, dann sinken die FPS-Werte so ja bis auf 50 runter. Jetzt sind wir mal bei 45. Aber selbst das ist jetzt eigentlich immer noch in einem akzeptablen Rahmen. Okay, jetzt sollte man natürlich das Spiel noch beherrschen, was ich jetzt leider nicht tue. Aber es ist jetzt deutlich besser, als ich erwartet hätte. Also ich hätte es ehrlich gesagt gedacht, dass ich bei Deaktivierung von DLSS deutlich mehr FPS verliere. Also wie gesagt, wir sind jetzt immer noch bei 45 bis 55 FPS. Das ist immer noch okay, aber natürlich nicht flüssig spielbar, so gesehen. Jetzt schauen wir uns noch ein anderes Spiel an, nämlich Control. So, jetzt sind wir eben in Control, in-game. Zu den Einstellungen, also auch hier wieder die höchsten Grafikeinstellungen gewählt. Die Renderauflösung ist auch hier eben nur 2560 x 1440 Pixel, also quasi der Ultra-Performance-Mode von DLSS, also kein echtes 8K so gesehen. Zu den FPS jetzt sind wir hier bei knapp unter 60. Also ich bin jetzt hier gerade so bei 56, 55. Schauen wir mal an, wie sich das ändert, wenn wir jetzt irgendwo in einem Fight drin sind. Da sieht man jetzt schon, da sinken die FPS-Werte wirklich auf 50 runter. Übrigens muss ich mich jetzt entschuldigen, falls es jetzt hier gameplaymäßig nicht allzu gut ist. Es ist nicht wirklich einfach, aus dieser Nähe hier zu spielen, weil ich einfach nur einen sehr kleinen Teil dieses Fernsehers wahrnehmen kann. Aber der Vorteil daran ist einfach, man sieht, wie bildgewaltig das jetzt eigentlich ist. Man sieht ja wirklich keinen einzigen Pixel. Es sieht einfach aus wie ein riesiger Film oder ein riesiges Bild. Jetzt bin ich leider gestorben. Aber zu den FPS-Werten, also wie gesagt, ich bin jetzt hier so bei 50 bis 55 FPS, eben mit dem Ultra Performance Mode. Also wie gesagt, kein echtes 8K. Aber ich habe natürlich jetzt auch mal natives 8K getestet. Und ja, bei Control muss man echt sagen, man kommt hier leider dann nur noch auf 10, 11, 12 FPS. Interessant ist natürlich jetzt auch noch, wie sich das bildlich auswirkt. Also ich habe euch jetzt extra mal unten in der Videobeschreibung, sowohl aus Death Stranding als auch aus Control, jeweils drei Screenshots von der gleichen Szene angehängt, nämlich einmal eben mit nativem 8K, einmal mit 8K mit dem Ultra-Performance-Mode, also quasi nur in QHD gerendert und einmal in 4K native Auflösung. So, die Bilder werden wir jetzt eben auch noch kurz analysieren. Aber damit ihr eben das selber zu Hause auch nochmal nachstellen könnt, unten in der Videobeschreibung die Download-Links zu den Bildern. Ich will jetzt erstmal auf ein paar Details eingehen. Also links haben wir jetzt hier eben das 8K-Bild mit aktiviertem DLSS und auf der rechten Seite zunächst einmal das native 8K-Bild. Was natürlich jetzt einmal direkt auffällt, ist die FPS-Zahl. Also jetzt hier mit aktiviertem DLSS sind wir bei 56 FPS, bei einer nativen Auflösung nur noch bei 11, also weit von irgendwelchen spielbaren FPS-Werten entfernt. Jetzt werfen wir als erstes mal einen Blick auf diesen PC hier. Da sieht man schon, dass zwar DLSS relativ gut arbeitet, aber eben nicht an die native Auflösung herankommt. Also in nativ ist hier problemlos Service Manual lesbar. Mit DLSS wird es schon etwas schwieriger. Noch besseres Beispiel ist dann im Hintergrund diese weiße Tafel, wo irgendwelche mathematischen, physikalischen Formen stehen. Bei nativer Auflösung kann man das problemlos lesen. Mit DLSS wird es dann schon echt schwierig. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, wenn wir jetzt hier einfach zum Beispiel mal diese Treppenstufen anschauen, dass DLSS die Kanten sehr, sehr stark weich zeichnet und dadurch etwas die Tiefe und der 3D-Effekt verloren geht. Also bei nativer Auflösung haben wir halt wirklich hier schöne Kanten und man sieht halt wirklich auch mit dem Schatten verläufen. Und bei DLSS ist das leider nicht mehr ganz der Fall. Also hier sieht man schon, wie halt einfach, wie eigentlich bei einem Foto der Weichzeichen etwas zu stark greift.
So viel jetzt also zu Vergleich zwischen DLSS und native 8K-Auflösung. Jetzt natürlich noch ein interessanter Vergleich, wie es denn mit einer 4K-Auflösung aussieht, weil wir nämlich zwischen 8K mit aktivierten DLSS und Raytracing ungefähr die gleiche FPS-Zahl erreichen wie bei nativer 4K-Auflösung. Wenn wir eben im Hintergrund auf diese Tafel schauen, das ist jetzt eben auch wieder der Fall, dass es bei 4K eigentlich schon nahezu nicht erkennbar ist, dass da überhaupt eine Schrift ist oder was da geschrieben stehen soll. Mit DLSS ist es dann schon wieder etwas besser geworden. Und auch wenn wir jetzt hier dieses Stativ anschauen, fällt auf, wie jetzt diese blauen Farbverläufe bei nativer 4K-Auflösung schon etwas verschwommen ausschauen. Also es ist eigentlich so, wie wenn man fotografiert, wenn man den ISO-Wert zu hoch stellt, dann kommt jetzt ein gewisses Bildrauschen rein. Und ein bisschen so schaut das natürlich jetzt auch in der nativen 4K-Auflösung hier aus. Das ist wirklich mit DLSS besser gelöst. Wobei auch hier wieder der direkte Vergleich jetzt eben bei diesen Treppenstufen etwas verschwimmt. Also da ist, wie gesagt, ein bisschen wie ein Weichzeichner, der greift hier einfach etwas zu stark bei DLSS. Aber so im Allgemeinen kann man wirklich sagen, dass die Detailtiefe bei 8K mit aktivierten DLSS, also wirklich nur in QHD gerendert, tatsächlich höher ist als bei nativer 4K-Auflösung. So, das muss man aber natürlich auch dazu sagen, das ist, wenn man in das Bild hineinzoomt. Also wenn man natürlich jetzt in der Spielewelt ist, wird man wahrscheinlich in den seltensten Fällen wirklich mal stehen bleiben und sich einfach nur die Grafik anschauen. Und vor allem kann man natürlich auch im Spiel nicht hineinzoomen. Also ich denke, den wenigsten dürfen diese Vergleiche wirklich auffallen. So, jetzt schauen wir uns eben noch das zweite Beispiel an, nämlich die Screenshots aus Death Stranding. Auch hier wieder auf der linken Seite 8K mit aktivierten DLSS im Ultra-Performance-Mode. Auf der rechten Seite zuerst jetzt 8K in der nativen Auflösung. Hier sehen wir jetzt schon mal, dass es beim FPS-Einbruch bei Weitem nicht so stark ist. Nämlich jetzt hier mit aktivierten DLSS 94 FPS und bei nativer 8K-Auflösung ohne DLSS sind es immerhin noch 44, also weit von den 10 oder 11 FPS, die wir in Control hatten. Jetzt zoomen wir das nächste Mal auf diese Schrift von dieser Tasche, die die Hauptfigur auffahrt, hin und schauen uns die Schrift an. Hier merken wir, dass DLSS wirklich sehr gut arbeitet, dass es kommt nahezu an native 8K-Auflösung hin. Es ist zwar etwas unschärfer, aber man kann trotzdem weiterhin problemlos alles lesen. Was ich dann etwas unschöner finde, ist, wenn man jetzt hier rechts oben sich den Wasserfall ansieht, dann kriegt man einen ähnlichen Effekt, wie wenn man jetzt bei der Kamera einfach eine zu lange Verschlusszeit hat. Das Problem ist hier einfach, durch DLSS verschwimmt dieses Wasser alles so ineinander fließen und man kennt dann nicht mehr die einzelnen Partikel, wohingegen jetzt eben bei nativer 8K-Auflösung halt wirklich schon die einzelnen Wassertropfen zu erkennen sind. Also da sieht man halt so ein bisschen, dass eben DLSS auch so arbeitet, dass halt eben alte Bilder quasi mit berücksichtigt werden und dann quasi das Bild nicht aus einem einzigen Bild hochskaliert wird, sondern aus mehreren Dateninformationen und die dann eben so ein leichtes Verschwimmen von den Texturen hervorbringen. So, jetzt schauen wir eben noch als Vergleich auch hier wieder eben, wie es aussieht, wenn wir 8K mit DLSS mit einer nativen 4K-Auflösung vergleichen. FPS-mäßig ist es jetzt so, dass wir nativ 4K eben bei 120 FPS sind, wohingegen eben DLSS in 8K bei 94 FPS, also hier sind wir nativ 4K mit etwas mehr FPS unterwegs. Dann schauen wir jetzt hier auch wieder dementsprechend die Schrift auf der Tragetasche an. Und auch hier ist es wieder wie in Control eigentlich schon der Fall, dass tatsächlich mit aktivierten DLSS in 8K die Schrift etwas besser leserlicher ist. Und vor allem ist es interessant, dass hier an den Rändern trotz aktiviertem Anti-Aliasing also dieser Aufkleber etwas unscharf, beziehungsweise die Ränder etwas ausgezackt sind. Also da ist ja die Kantenglättung hier nicht ganz optimal. Das macht DLSS tatsächlich besser. Und auch bei dem Koffer sieht man hier nochmal etwas Ähnliches. Und auch bei den Bergen im Hintergrund sieht man überall so leichte Zacken rausstechen. Aber auch hier jetzt eben wieder, wenn wir jetzt wieder das Wasser anschauen, haben wir das gleiche Problem wieder, dass halt einfach aufgrund von DLSS die Texturen einfach so nah verschwimmen, wohingegen wir jetzt eben bei nativer Auflösung ein wirklich klares Bild haben. Also man sieht, DLSS arbeitet wirklich schon sehr gut, aber eben gerade bei Objekten, die in Bewegung sind, wird es etwas schwierig, weil die eben leicht verschwimmen und auch harte Kanten etwas zu stark weichgezeichnet werden. Aber wie gesagt, in den Spielen dürfte es wahrscheinlich den wenigsten Personen wirklich auffallen, vor allem wenn man nicht den direkten Vergleich sieht. Also man muss hier wirklich eben auch hineinzoomen in die Bilder, um halt wirklich überhaupt Unterschiede erkennen zu können. So, das war es jetzt eben soweit mit den Spielen, bei denen DLSS bzw. Raytracing aktiviert ist. Jetzt schauen wir uns noch zwei weitere Spielebeispiele an, nämlich einerseits Far Cry 5 und andererseits Red Dead Redemption 2. Warum genau habe ich mir diese Spiele ausgesucht? Das sind beide Spiele, die immer noch SLI unterstützen. Das heißt, hier können wir genau untersuchen, inwieweit eben unser Testsystem, beziehungsweise die fertige HyMX 3 später einmal, von der zusätzlichen Grafikkarte profitieren kann.
Wir sind jetzt in Far Cry 5 angekommen und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz die Grafik-Settings, die ich jetzt hier ausgewählt habe. Optionen, Grafik. Also wie ihr sehen könnt, ist jetzt hier eben nativ 8K eingestellt, eben mit aktiviertem HDR und alle Einstellungen sind auf den höchsten Settings. Was jetzt hier auch direkt ins Auge sticht, ist einfach wieder, wie unfassbar scharf dieses Bild ist. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel diesen Holzsteg anschaue, sieht man halt wirklich die Maserung von dem Holz und die einzelnen Strukturen und auch das Wasser. Das sieht halt eigentlich wirklich schon echt realitätsnah aus. Also wenn man jetzt hier selbst nur einen Meter, einen halben Meter davon entfernt sitzt, sieht man da absolut keine Pixel. Mit den FPS-Zahlen ist es jetzt halt so, also ich bin jetzt hier, wenn ich ein Standbild habe, so bei 40 FPS. Wenn ich rumlaufe, sinkt es dann schon so auf 35, 30 FPS. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo schnell einen Gegner auftreiben können, der jetzt einfach hier rumsteht und nicht auf uns reagiert. Wie gesagt, spielerisch ist es jetzt leider ein bisschen schwierig, aus dieser Nähe da irgendwie noch was zu erkennen. Aber das Interessante sind jetzt eben vor allem, wie gesagt, die FPS-Zahlen. Und hier befinden wir uns im Bereich von eigentlich durchgehend um die 35. Also es ist jetzt nicht flüssig spielbar. Also hier kann man definitiv sagen, 8K-fähig würde ich jetzt eher nein sagen. Aber wie gesagt, es kommt eben bald noch eine zweite RTX 3090 dazu. Mal schauen, wie viel Prozent mehr Leistung es liefert. Ich würde mal sagen, so auf 50 FPS könnten wir vielleicht kommen, vielleicht sogar 55. Mal schauen, ich bin gespannt. Mit Übertaktung vielleicht sogar an die 60. Kommen wir jetzt also zum letzten Spieltest, nämlich Red Dead Redemption 2. Eben hier auch in nativer 8K-Auflösung. Ansonsten sind alle Einstellungen, also die voreinstellte Grafikstufe ist einfach auf die höchste Stufe gestellt. Dementsprechend sind fast alle Einstellungen auf der höchsten Stufe. Ich befinde mich jetzt hier nur in der Anfangsszene, weil ich auf diesem PC leider kein Savegame habe. Aber ist eigentlich relativ egal. Also man sieht jetzt hier bei den FPS-Raten schon, dass sie sehr, sehr niedrig sind. Also ich befinde mich jetzt hier gerade im Bereich bei 24, 25. Also spielbar kann man jetzt hier definitiv nichts sagen. Es wird, wie gesagt, interessant sein, wie sich das dann entwickelt, wenn wir jetzt eben hier eine zweite RTX 3090 dazustecken, wie sich es dann mit den FPS-Zahlen entwickelt. Also ich denke, auf 60 werden wir definitiv nicht kommen, auch nicht mit Übertaktung. Aber so 45 bis 50 könnten wahrscheinlich schon drin sein. Kommen wir jetzt also zum abschließenden Fazit. Die MSI Gaming X-Trio RTX 3090 ist eine richtig leistungsfähige Grafikkarte, die jetzt hier bei meinem Testaufbau selbst unter Vollauslastung angenehm leise und kühl geblieben ist. Das hat natürlich auch seinen stolzen Preis von, ja, 1800 Euro. Aktuell sind die 3090 hier leider sehr schwer erhältlich. Wie versprochen, bauen wir ganze zwei Stück davon in die HMX 3 ein. Also da kommen wir schon auf einen Gesamtwert von 3600 Euro. Jetzt bleibt natürlich noch eine Frage zu beantworten. Nvidia hat gesagt 8K Gaming, aber eben auch mit dem Zusatz DLSS. Also ja, mit DLSS ist es flüssig spielbar, als eben auch in Titeln wie Control oder Death Stranding. Und man muss auch echt sagen, selbst der Ultra-Performance-Mod, der nur in QHD gerendert wird, sieht schon echt gut aus. Also ich meine, klar, es kommt nicht an natives 8K hin, gar keine Frage. Aber dank DLSS 2.0 hat sich die Bildqualität wirklich deutlich verbessert und es ist in meinen Augen auch wirklich besser als native 4K-Auflösung. Aus diesem Grund kann man es schon in gewisser Weise als 8K-Gaming-fähige Grafikkarte zu verkaufen. Auch wenn man jetzt bedenkt, dass ich jetzt gerade zum Beispiel in Death Stranding in nativer Auflösung selbst immerhin schon bei 45 bis 50 FPS war, aber jetzt bei Control halt nur bei 10, also das ohne DLSS halt wirklich keine Möglichkeit mehr, das flüssig zu spielen. Aber das Bild ist definitiv beeindruckend. Also es ist unfassbar scharf, man hat einen richtig krassen Detailtiefe und selbst wenn man jetzt halt nur noch einen halben Meter vom Fernseher wegsitzt, kann man eigentlich keine Pixel erkennen. In Kürze werden jetzt wie gesagt dann weitere Videos zur HMX 3 folgen, sobald wir alle Teile bekommen haben, beginnen wir jetzt endlich mit dem Bild. Damit ihr den nicht verpasst, aktiviert doch gleich mal die Glocke und abonniert unseren Kanal. Und wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Ciao und bis dahin.